Mäusealarm. Da war es durch die Maus. Guck. Was war das jetzt gerade? Singapur ist mehr wie nur die Hotspots, sondern es gibt ja auch wunderschöne Parkanlagen mit wunderschönen Waschbecken, die funktionieren und Seife haben. Natürlich mit einer wunderschönen Aussicht. Wir werden euch allerdings noch viel mehr von diesem Park zeigen, aber erst wenn Stefan zurück ist. Hallo? Ich hab mal. Hallo? Es ist so dunkel und ich mein Licht. Ach, muss ich also so rum? Ich muss so, ja. Besser? Ja! Ah. Wie heißt der jetzt? Port Cunning. Nennt man das so? Wir sind im Port Cunning Park. Und er ist wunderschöner. Nur gut zusammenschneiden. Ist der Klaut? Ich muss aber sagen, nein. Hallo. Das ist nur das gleiche Licht. Ja, es ändert sich jetzt nichts am Licht. Jetzt setzt es sich auch noch hin, lädst es nicht. Ich will das nicht. Es geht doch einfach darum, dass du sagst, dass wir im Park sind, dass wir auf einer öffentlichen Toilette sind. Und dass die sowas von wunderschön ist. Also Toilette ist sauber, Klopapier da, Seife da, wunderschöne Waschbecken. Sowas kann man in Deutschland natürlich im Park lang suchen. Ach so, ja. Aber du bist du besser mit so Informationen. Und wir haben noch einen Getränkeautomat. Also das Beste ist, wenn man gerade das eine weggebracht hat, kann man sich gleich was Neues holen. Genau, hier. Sogar gekühlt. Aber auch schon einiges ausverkauft. Eistee wird gern getrunken, Wasser und, wer glaubt's nicht, Kaffee. Machst du jetzt schon wieder? Ich mach mal kurz ab. Willst du nochmal das tolle Waschbäckele probieren? Ja. So was Tolles habe ich in Deutschland nicht. Zumindest nicht in Parks, öffentlichen Metrostationen oder sonst irgendwo. Bei uns sehen die eher aus wie, ich gehe wieder rückwärts raus. Und hört nach, bis ich daheim bin. Gehen wir weiter? Ja. Wir nehmen euch jetzt weiter mit durch den Park und gucken uns den einfach mal an. Lasst euch überraschen. Ja. Das ist nur ein Abschnitt. Hallo.
Filmst du? Was soll ich jetzt sagen? Das gleich nochmal. Super. Jetzt gehen wir in einen Abschnitt. Sang Nila, Utama Garten. Bettina kann auch mal dahin filmen. Da steht's nämlich. Film, Film, Film. Kann man es lesen? Können ein bisschen ranzoomen, lieber. So. Und ein Teilabschnitt runter. Das ist das weiß markierte, wenn man es erkennen kann vom rechten Bild. Und da gibt es noch verschiedene andere Gärten. Und ab hier übernimmst du wieder die Kamera, weil ich wackel so einfach. Und dann? Laufen wir mal durch. Ah, Hilfe, Stolperfalle-Programm. Also hier? Immer auf den Platten laufen. Ja, tatsächlich. Schon schwer, der hat Falle ausgelöst hier, Indiana Jones. Apropos Indiana Jones, genau. Das sieht so aus, ne? Das ist jetzt so was Tempelmäßiges. Das sind auch mal so Bänke. Also Sitzgelegenheit gibt's viel. Auch Schatten sind immer mal wieder zwischendurch gemacht. Das sind Schattenplätze. Schattenplätze. Hochdeutsch. Also man hört auch fast gar nichts hier vom Lärm. Oh. Sind da Fischis? Oh ja. Fischis? Da sieht man so kleine Schkeit. Ah, jetzt. Die schwimmen immer im Kreis. Da denen geht's nicht gut, würde ich sagen. Die schon um die Pflanze rumschwimmen. Mit der Sitzmöglichkeit. Bettina, Beine. Beine? Wow. Fischi. Vor allem, das sind halt echt, die sind schön, gell? Wir machen jetzt eine kurze Pause. Irgendwas Essbares dabei. Nein, was Trinkbares dabei? Das ist schon mal gut. Das ist übrigens Eistee, das sieht ein bisschen komisch aus. Quatsch, das ist Urin. Und was Essbares. Das ist übrigens schön grün, man beachte. Schimmeliges Brot mit Urin, das passt. Dann wünschen wir was euch viel wünschen? Spaß beim Weitergucken, wenn wir fertig sind mit Essen. Genau, wir essen jetzt allein, also das geht nicht. Bis gleich. Und deswegen sind die Parks ja immer so schön sauber. Extra Leute, wo es das sauber machen, tagtäglich. Also hier das abgezäunt, das ist Wasserreservoir anscheinend. Von dem Gebiet ein bisschen. Und man darf da nicht filmen. Das ist auch... Genau, also innen drin. Unautorisiertes Personal hat keinen Zugang, weil man sonst vielleicht Wasser verschmutzen könnte und dann ist die ganze Gegend gefährdet. Nicht die Käsehäuser ins Wasserreservoir strecken halt. Zum Beispiel. Das ist ja auch ein schlechtes. Aber da hätten sie abgestützt mit so einem Metallpfeiler, ne? Und Drahtseile. Das Gestorbene und auch von Gestorbenen wachsen die neuen. Ja. Ein totlebendiger Baum. Da steht immer dran, was für Bäume das sind, ne? Ja. Denn so Federn drum gebaut, also Feder mit Schild. Ja, da sind auch Leute rumgegeist, gell? Ja. Rampelfahrt lässt Grüße. Und da ja, sind sie auch abgesichert. Um ein gutes Foto zu machen. Genau, während sie abstürzt, ein gutes Foto vom Absturz. Aber ist auch eine gute Idee mit den Federn und mit Schilder, weil wenn der Baum wächst. Die wachsen mit. Hä?
die wachsen mit. Und er wird nicht verletzt. Urstadtfeder in 5 Meter Höhe. Nee, da haben sie schon ein Schild hingehängt. Oder hingestellt, er sagt. Das ist ein sehr unzeitgenössischer Baum. Der hat lauter Stacheln. Stimmt. Lauter Stacheln dran. Richtige Dorne. Also, ohne Witz. Das ist ja krass. Nicht knuddeln. Mag er nicht. Nee, das ist kein Knuddelbaum. Oh. Wir haben gerade einen Hahn gefunden. Einen echten Hahn, nie? Oh, schau mal schön. Schöne Farbe. Hallo. Ich sage, ich spreche kein Ausländisch. Ich muss mit mir Singapurisch sprechen. Also hier wackelt eben noch wild. Wieder. Ja, vorhin haben wir ein wildes Huhn gesehen, jetzt hier ist ein wilder Hahn. Das sagt halt auch die Küken. Genau. Hier sieht man einen Teil vom Fort Canning Hotel. Was nicht so hübsch. Ja, gut, die Bettung ist nicht so schön. Aber die Begrünung wieder. Was man hier in Singapur sehr oft hat. Hat ein bisschen was von Jurassic Park, vom Film, von einem verwucherten. Haben wir mal vor. Wo dann die Dinos da rumrennen, ne? Hm? Mit der Hühner. Oder was? Löwe! Was? Löwe? Katur. Löwen. Wenn ich die Löwe wäre, hätte ich schon meine Beine in die andere. Ach Mann, keine echte Löwe, so langweilig hier. Schnell mich meine Beine tragen hätten können. Gott, sind die fett. Fischis. Ich glaube, der ist schwanger. Koi. Ich glaube, der ist schwanger. Goldfisch und Geld liegt da drin, sehe ich gerade. Schnell Geld da, tauche los! wer ist ein knuddeliger da von einem Löwe? Schau mal, der hat den Mund zu. Der hat den Mund auf. Plastik. Was? Kunststoff. Was? Stimmt. Da hat man Plastik verbaut. Plastik. Nicht gut. Jetzt hat man das irgendwann Metall hier. So, Ameise bei der Arbeit hier. Hau ruck. Entspannt. Die sagen schon Bescheid davon. Die hiesigen kleinen LKWs. Da transportiert man Menschen, Material, alles Mögliche. Sehr praktisch.